Ja, servus, ich bin's Darren von Superscore Gaming und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Dragon Age Origins. Dieses Mal Folge 42 und wer Douglas Adams kennt, der weiß, 42 ist die Antwort auf alles. Leider ist natürlich das Ganze hier bei mir wieder mal ein bisschen laggy. Ich hoffe aber, dass es draußen ganz gut hinhaut. Wir werden erstmal die Gruppe hier stehen lassen, denn wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es am sinnvollsten, wenn man hier die Golems rauslockt. Ja, genau, das war nämlich zu erwarten, dass die wach werden, oder dass zumindest einer wach wird. Und dann bringen wir die doch einfach mal hier kurz vor die Tür. Und dann, ja, ist Raping Time. Mal wieder. Und ja, in der Tat laggt das gerade etwas. Ich kann selber kaum sehen, was ich gerade mache. Das ist etwas bescheuert natürlich. Okay, ich glaube, dass das mit der Anzeige ein bisschen extremer ist als letztendlich. Wie soll man sagen? Das Ding läuft. Das ist halt da, liegt halt daran, dass Fraps manchmal schon ziemlich, naja, die Framerate eben ins Klo zieht. Abgesehen davon spiele ich auch mit einer neuen Maus, was das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Meine alte Maus, mit der ich davor mal gespielt habe, ist nämlich kaputt gegangen. Und jetzt habe ich so eine, wo man statt dass man die Maus rumbewegt, so eine komische Kugel hat, die man mit dem Daumen bewegt. Und dadurch bewegt man den Mauszeiger. Äußerst seltsam und äußerst gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen habe ich es eigentlich ganz gut drauf. Naja. Ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich so die ganzen Golems hier erlege. Ja, und Entschuldigung natürlich, dass das jetzt wieder 2 Wochen gedauert hat, dass das nächste Video fertig ist. Aber ja, ist halt auch viel zwischendurch zu tun. Die Klausuren warten halt nicht. Was soll ich machen? Naja. Und ja, was es sonst angeht, das ist halt, wie gesagt, Fraps macht halt oft Spacken, deswegen muss ich hier. Also macht Mucken, spackt oft rum. Da muss ich halt oft mittendrin aufhören. Und muss dann halt später wieder, wenn ich alles verarbeitet habe, neu anfangen oder weitermachen. Bis dahin bin ich gerade drauf gegangen. Scheißdreck. Das kommt davon, wenn ich nicht aufpasse. Na toll, jetzt muss ich mit den 3 Verbliebenen hier die letzten Golems platt machen. Naja. Müsste ja machbar sein, auch wenn die allesamt 3-mal so groß sind wie Shale. Aber vielleicht sollte ich davor. Ja, wo ist Stein in der Aura? Ne, pulverisierte Schläge brauche ich dafür. Stein in der Aura ist wieder was anderes. Ja, jetzt kann ich die nämlich auch machen, die guten Angriffe. So, aufs Maul. Ich meine, die Golems sind nicht unbedingt super stark, aber die halten halt schon viel aus. Und auf Dauer können die schon ziemlich nervig sein. Ich kann doch froh sein, dass ich Shale dabei habe und die halt genauso stark ist wie diese Golems. Und aufs. Naja, auf den Rücken genau genommen, nicht aufs Maul, aber. Okay, also Orgrin muss definitiv versorgt werden, so viel ist sicher. Was hauen wir dem denn rein? Schwacher Wundumschlag. Mal schauen, wie viel bringt das? Das ist ja gar nichts. Ja. Moment mal, das war's. Ja, mein Hauptcharakter ist wieder aufgestanden hier. Unser guter Draydon. So, was hat der? Verletzungsausrüstung, die kann man immer brauchen. Der eine hat. Oh, mächtiger Wundumschlag, sehr schön. Einer von denen hat ja nur so eine Eissalbe gehabt. Und noch ein Wundumschlag. Das ist genau, was ich gerne hätte. Ja, das würde ich sagen, heißt es hier nur schnell durch diesen blöden Giftnebel durch. Hoffentlich werden die sich nicht nochmal mit uns anlegen wollen. Naja gut, dieser Giftnebel macht dann doch nicht ganz so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Egal. Habe ich vielleicht falsch in Erinnerung oder vielleicht bin ich beim letzten Mal zuerst nach Orsama gegangen und habe dann die anderen Dinge gemacht. Ich weiß es nicht. Aber wir nähern uns dann doch schon so langsam dem Ende der der Zwergen-Hauptquest. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende.
Oh Mann, da speichern wir lieber, genau. Da vorne kommen jetzt nämlich wieder Golems. Eine Falle. Ja, genau, eine Falle. Und übrigens, diese Falle kann ich nicht umgehen, denke ich. Aber ich kann es ja mal probieren. Ganz außen lang gehen vielleicht. Natürlich nicht. Hm? Müssen die Golems mich jetzt nicht angreifen? Warum machen die nichts? Oh, ah. Dreck. Ich wusste doch, dass das zu einfach war. Heilige Scheiße, haben die mir in die Gruppe gerade hier zerkleinert. Das ist ja wohl ein Witz. Oh meine Scheiße, das ist jetzt aber nicht gut. Ja, trink das Ding. Du brauchst... Ja, Orgrin hat noch genügend Leben, dass ein Schwach ihn erstmal rettet. Und Shale braucht nichts. Shale überlebt lange. Orgrin, trink endlich. Achso, du tust gerade. Ja gut, dann wollen wir doch mal ein paar Ärsche treten. Große Steinärsche genau genommen. Und hoffen dabei, dass wir die Stahlkappen an den Schuhen nicht vergessen haben. Aber am besten natürlich, wenn alle auf einmal Stahlkappen benutzen. Und zwar auf einen denselben Arsch. Autsch, das gab aufs Maul. Aber Verstohlenheit ist schon eine der besten Fähigkeiten des Schurken. Schon logisch, ne? Nehmen wir so kleinen Metallschwertern so ein fettes Steinmonster zu zerlegen. Die Logik des Spiels ist einfach nur genial. Mächtiger Rundumschlag für Shale, damit sie nicht drauf geht, so kurz vorm Ende des Kampfes. Hau ich Orgrin auch noch was rein? Das war jetzt ein Fail in der Taste. Ach, Win hat mich echt geheilt. Ich verschluck schon wieder meine Zunge. Aber wenigstens macht Win auch mal was Anständiges, was einem tatsächlich weiterhilft. Lass mich raten, da vorne ist gleich noch... Ja, davon ist noch so eine Falle. Das heißt, wenn das so läuft wie eben, dann werde ich die auch nicht umgehen können. Das heißt, ich werde sowieso noch mal, noch mindestens einmal noch gegen Golems kämpfen müssen. Ach, ich hasse es. Ich hasse Golems. Wenn die wieder Steine schmeißen... Was los? Das ist zu einfach. Das ist wirklich zu einfach. Das kann nicht sein. Na, ah, ich wusste doch. Die schmeißen schon wieder mit Steinen. Was soll denn das? Wollen die mir Steine in den Kopf schmeißen und mich damit umbringen? Kurt Nurel lässt grüßen. Egal. Da werde ich mich jetzt rächen. Weil ich meine, das ist ja echt peinlich. Win, los. Die verbraucht ja gar keinen Mana mit ihrer Heilung. Nicht, dass ich mich beschweren will, aber überraschend tut mich dann doch. Okay, alle auf einen konzentrieren. Mal wieder. Die konzentrieren sich auch beide auf Orgrin. Was haben die dauernd gegen Zwerge, ey? Das ist echt... Ich meine, nur weil er klein ist, muss man ihn nicht diskriminieren, oder? Da sollen wir einen Stein hinter. Schlägt jetzt auf mich ein. Hey, was habe ich dir getan? Ja gut, ich habe dich versucht abzustechen und habe auch schon mal ein paar Mal zugestochen, aber ist doch kein Grund, mich gleich so hier mit Steinfäusten zu bombardieren. Ach, Win, mach du deinen Job doch wenigstens. Dankeschön. Also ich bedauere ja schon irgendwie ein bisschen, dass Win ihren Job so schlecht macht. Also bei meinem letzten Mal, als ich das Spiel durchgespielt habe, hat Win viel effektiver geholfen. Lag vielleicht auch einfach nur daran, dass ich mich da mehr aufs Gameplay konzentrieren konnte. Und dass ich da eigentlich, ja... Ja, wurscht. Ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Ist auch egal. Was machen wir hier? Steinerner Schrei. Hm. Klingt an sich nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht, ist das das Richtige für Shale? Ne. Was ist das da unten? Also ich weiß es nicht. Entweder mache ich hier den Steinschrei wieder weiter oder ich mache hier unten die Steine der Aura weiter. Ich bin mir da echt gerade unsicher, aber ich glaube fast, dass die Aura sinnvoller ist. Ich glaube ja. Lassen wir es bei der Aura. Ich meine, wenn ich eins aus Warcraft gelernt habe, dann, dass Aura unglaublich wichtig ist. Oh hey, Lyrium. Brauchen wir aber nicht, denn jetzt geht es weiter.
Gleich geht's weiter. Aber Sicherheit geht vor.